Hallo und herzlich willkommen aus dem 15 Grad warmen Lissabon zu einem neuen Video von autoferie.de mit der vierten Generation des Kia Rio. Und aufgepasst, schnell sein, denn wenn ihr dieses Video seht, könnte dieser Wagen schon im Handel sein. Am 11. Februar steht er nämlich schon beim Händler. Was hat sich an der vierten Generation getan? Primär sehen wir da an der Seite was und auch bei den Ausstattungen und auch im Kofferraum, da kommen wir aber gleich dazu. Wir sehen an der Front dezente, feine Veränderungen, aber auch wenn wir die, sagen wir mal, bessere Ausstattung wählen, LED-Tagfahrlicht eben in den Leuchten. Wer das Maßband jetzt genau zückt, der wird hier an der Seite feststellen, das ist wirklich ein neuer Kia Rio. Denn wir haben eine um 15 mm verlängerte Karosserie, dabei auch gleichzeitig um 5 mm breiter. Die Motorhaube ist auch ein bisschen in die Länge gezogen worden, aber wir sind 5 mm flacher als beim Vorgänger. Dementsprechend haben wir insgesamt betrachtet ein sportlicheres Auftreten, was natürlich auch durch diese optionalen 17 Zoll Felgen untermalt wird. Bevor wir jetzt allerdings, wie so oft, zum Heck wechseln, noch ein Blick auf die C-Säule. Die ist nämlich für mich das Hauptkriterium bzw. die Hauptverbesserung am neuen Kia Rio. Wer den Vorgänger kennt, der weiß, die ist etwas dicker gewesen. Und jetzt ist diese ganze C-Säule verschmalert worden um 87 mm. Und das ist für einen kleinen Wagen enorm viel und auch enorm wichtig für die Umsicht. Ich versuche euch das gleich im Innenraum mal besser darzustellen. Am Heck hat sich auf den ersten Blick nicht ganz so viel verändert, aber wenn wir in die Rückleuchten gucken, die haben eine neue Lichtgrafik bekommen. Unten der Diffusor ist auch etwas verändert worden und der Kofferraum ist gewachsen, richtig groß angewachsen, auf 325 Liter nämlich, das sich dann durch Umklappen der Rücksitzbank noch vergrößern lässt auf insgesamt 980 Liter. Wir haben auch einen Zwischenboden. Insgesamt wurde das, ich nenne es mal Basisladevolumen von 325 Liter um 37 Liter eben erhöht und das Gesamtvolumen konnte erhöht werden um 57 Liter. Das heißt, obwohl er außen nicht viel gewachsen ist, hat man vom Packaging innen deutlich mehr reinbekommen. Preislich startet der neue Kia Rio bei 11.690 Euro in der Basisversion Attract. Was das Ganze bedeutet in den verschiedenen Ausstattungen, schauen wir uns innen gleich noch an. Und auch bei den Motoren hat man eine ziemlich runde Auswahl, was es angeht. Kia hat alte Motoren, die wir schon kennen, wie etwa den 1,4 Liter Sauger. Da kann ich euch auch einen sehr alten Text und einen sehr positiven Text auch unten in der Infobox verlinken. Und es gibt aber auch einen 1,4 Liter Diesel mit 77 oder 90 PS oder auch einen, sagen wir mal, super Basismotor, 1,2 Liter Sauger. Aber womit Kia rechnet und womit auch ich ganz persönlich rechne, ist, dass dieser Motor hier, den wir jetzt heute fahren, eben der Motor schlechthin für den Kia Rio sein wird. Das ist nämlich ein wirklich neuer Motor. Nicht nur für den Kia Rio, sondern auch für die mehr oder weniger Hyundai-Kia-Familie. Der Motor ist noch nicht ganz so alt. Gibt es in zwei Leistungsstufen, 100 und 120 PS. Es ist der 1,0 T-GDI bei Kia genannt, also ein Dreizylinder mit Turboaufladung. Es ist im Prinzip der kleinste Motor in Anführungszeichen, aber in jedem Fall der leistungsstärkste. Die 100 PS Variante, so wie wir sie hier fahren, soll einen Normverbrauch haben von 4,5 Liter auf 100 Kilometer und dementsprechend einen CO2-Ausstoß von 102 Gramm. Das Ganze gibt es aber erst mit der Ausstattung Spirit und die ist so ungefähr die mittlere. Im Prinzip kommt darüber nur noch die super Ausführung Platinum. Wie gehabt, es darf natürlich auch in der wichtigen Kleinwagenklasse nicht der Sitzcheck des Fond fehlen. Fahrersitz ist wie immer auf meine Körpergröße von knapp 1,80 eingestellt. Das sieht jetzt so aus, als ob er schon relativ weit hinten wäre, aber da geht noch ein bisschen mehr. Und für mich jetzt knietechnisch echt enorm viel Platz. Auch am Kopf, ich lege euch das mal drüber so als Bild, habe ich locker noch zwei Handbreit Platz und auch was jetzt von der Armfreiheit hier schultermäßig bezogen ist, wow, also ist echt gut Platz hier hinten. Das heißt, zu zweit hier hinten überhaupt kein Problem, super komfortabel. Und zu dritt vielleicht nicht mehr ganz so komfortabel, aber man kann es immer noch gut aushalten. Kommen wir zum Cockpit des Kia Rio. Und das wurde wesentlich überarbeitet. Es wurde nämlich komplett, nicht ganz so stark, aber doch leicht zum Fahrer geneigt, was den Fahrer wirklich in den Fokuspunkt legt. Was mich bei Koreanern und auch Japanern manchmal etwas stört, ist, dass wir keine stufenlose Verstellung haben, sondern dieses Geklicke und das Gehebelzieher. Also das heißt, die optimale Position kann man nicht so ganz gut finden.
Aber ansonsten kommen wir mal zum positiven Aspekt des Cockpits. Es wirkt sehr viel aufgeräumter. Es wirkt komplett frisch, neu. Wir haben hier in der Klimaanlage so ein paar neue Elemente, die auch irgendwie so von anderen Herstellern nicht so wirklich gezeigt worden sind. Das heißt, es wirkt wirklich frisch, auch im Vergleich zur Konkurrenz oder auch zu komplett anderen Modellen. Zum erwähnten Basispreis haben wir auch schon viel von dem, was wir jetzt hier sehen, inklusive. Heißt Multifunktionslenkrad serienmäßig. AUX und USB hier unten in der Mittelkonsole serienmäßig. 6 Airbags für die Sicherheit auch serienmäßig. In der Ausstattungsvariante Edition 7 bekommen wir dann auch für die Frauen ganz wichtig die Schminkspiegel in den Sonnenblenden. Die sind in der Basis nicht mit enthalten. Dazu gibt es Dekoreinlagen in so einer Klavierlackoptik, eine manuelle Klimaanlage und den schon hinten erwähnten Zwischenboden im Kofferraum. Die Ausstattung Spirit, so wie wir sie jetzt aktuell hier sehen, kostet dann mindestens 16.690 Euro. Hat dann aber auch noch weitaus mehr Features. Heißt, ein 3,5 Zoll Display hier im Tacho, 16 Zoll Felgen, einen autonomen Notbremsassistenten, einen Tempomat, ein 5 Zoll Display hier in der Mittelkonsole, ein beheiztes Lenkrad, Park Distance Controller, also diese Gepiepse für hinten, inklusive der Rückfahrkamera wohlgemerkt, und auch einen USB-Anschluss im Fond. Darüber rangiert dann nur noch Platinum, die kostet dann schon 20.290 Euro mit dem einfachsten Motor, der da zur Verfügung steht. Hat dann aber auch ein elektrisches Glasschiebedach, 17 Zoll Räder, DAB Radio, das 7 Zoll Navi mit Apple CarPlay und Android Auto. Vom 7 Zoll Display hier muss man sagen, softwaretechnisch hätte man dann noch ein bisschen was machen können. Aber es ist auf jeden Fall deutlich schicker als im Vorgänger. Auch dieses leicht hervorstehende finde ich jetzt optisch sehr viel ansprechender als das eingebaute komplett. Und es bedarf von Systemen, die man eventuell schon kennt aus anderen Modellen der Kleinwagenklasse, etwa vom Zoomen, etwas Übung, denn es funktioniert quasi invertiert, also andersrum. Da muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen. Ansonsten vom Radio und Sound und Navigation als solches, Darstellung, was wir so noch verändern können, ist es eigentlich ein super ausreichendes System und funktioniert auch jetzt hier aktuell tadellos. Kommen wir aber zum Fahreindruck des Kia Rio. Der Dreizylinder passt, glaube ich, in meinen Augen ganz gut hier rein. Wie gesagt, ich bin den Rio bisher nur mit dem 1,4 Liter Sauger gefahren und da muss ich sagen, der macht auch richtig Laune. Da obliegt natürlich dann jedem selber, was er lieber fährt, Saugmotor oder Turbomotor. Das heißt, man hat ja bei Kia wirklich die gesamte Bandbreite von einem kleinen Diesel zu einem kleinen Saugmotor, zu einem etwas größeren Saugmotor, zu einem kleinen Turbomotor. Das Einzige, was in der Hinsicht fehlt, sind alternative Antriebe wie Erdgas oder Hybrid oder sonstiges. Aber dafür gibt es ja auch andere Modelle bei Kia. Etwas schade finde ich, dass wir in der 100 PS Version keinen sechsten Gang bekommen. Der fehlt mir etwas für die höheren Geschwindigkeiten, die wir mit so einem kleinen Wagen doch mal erleben können. Ansonsten vom Fahrwerk ist er sehr sanft, das heißt, er bügelt die Wellen ziemlich ordentlich weg, ist aber dann dementsprechend jetzt auch nicht sportlich. Das heißt, wenn es mal schneller in eine Kurve geht, dann haben wir Untersteuern. Kommt jetzt, glaube ich, bei einem kleinen Wagen nicht so zu tragen, aber es sei mal erwähnt, es ist leider vorhanden. Vom Motor als solches, der spricht schon weit unter 2000 sehr gut an. Das heißt, das Drehmoment baut sich früh auf. Ich würde mal sagen, so zwischen 1500 und 1700 Umdrehungen geht es wirklich so vorwärts und es baut sich so wirklich das maximale Drehmoment auf. Und der Verbrauch, ja, ist leider aktuell jetzt etwas höher, aber wir geben ja bewusst keine Verbräuche mehr auf solchen Testfahrten an. Da geht es auf, runter. Das ist nicht mit dem hausüblichen Gebrauch zu vergleichen. Willkommen in einem zweiten Motörchen, nämlich dem 1,2 Liter Sauger mit 84 PS, also der Basismaschine im Kia Rio und auch hier, wie wir sehen, eine Basisausführung. So sieht das Multifunktionslenkrad aus, wenn man die Basis hat. Das heißt, hier sind nicht ganz so viele Knöpfe wie auf der linken Seite. Das war dann vorher wohl ein optionales zusätzliches Multifunktionslenkrad. Und hier in der Mittelkonsole haben wir auch die manuelle Klimaanlage mit einfachen Drehstellern. Nochmal ein kleiner Nachtrag zur Fahrdynamik. Der Kia Rio reagiert schon ziemlich zackig und zügig auf Lenkbefehle. Das heißt,
wenn wir hier mal so ein bisschen schnell rumgehen, reagiert er ziemlich gut. Rutscht zwar, wie gesagt, etwas über die Vorderachse, aber das ist vertretbar. Der 1,2 Liter Sauger spricht natürlich nicht ganz so spontan an wie der Turbomotor. Ihm fehlt auch einiges an Drehmoment, aber man kommt sehr gut und sehr flüssig im Stadtverkehr damit voran. Und da ist ja genau der Punkt, wo eben dieser Motor im Kia Rio zugreift. Und für, sagen wir mal, typisches Mitschwimmen im Stadtverkehr reicht dieser Motor hier völlig aus. Wenn man sich die Konkurrenz des Kia Rio anschaut, dann hat er es jetzt nicht ganz einfach. Seat hat den neuen Ibiza erst vor kurzem vorgestellt und der neue Polo steht auch in den Startlöchern und wird im Herbst wahrscheinlich noch mit weitaus mehr Assistenten glänzen können. Aber wem das nicht so wichtig ist und wem einfache Motoren ausreichen, wer ein relativ zuverlässiges und vor allem garantiemäßig abgesichertes Fahrzeug haben möchte, zu einem attraktiven Preis, zumindest in den kleinen Motorisierungen, der fährt mit dem Kia Rio wahrscheinlich richtig gut. Das soll es auch schon gewesen sein mit dem Video zum neuen Kia Rio. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Eure Fragen werden dann wie gehabt in einem gesonderten Video noch beantwortet. Und falls ihr trotzdem noch jetzt schon Fragen haben solltet, gerne einfach unten in die Kommentare hauen. Und natürlich, wie immer, freuen wir uns über neue Abonnenten und ganz viele Daumen für dieses Video. Und mit eurem Abo sehen wir uns dann auch wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.